Hallo und herzlich willkommen zurück zu Corekeeper. Schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich sehr. Ja, was hat der Necro so zwischen den Folgen getrieben? Ich sag's euch. Erstmal vielen Dank für die ganzen Kommentare. Also ich bedanke mich wahrscheinlich jedes Mal bei euch, aber ich find's auch echt toll, dass ihr es macht und dass ihr euch die Zeit nehmt. Vielen Dank. Ich habe mir jetzt mal die Workbench gemacht und natürlich auch die Repair-Station zum Mitnehmen. Dann können wir unterwegs auch mal die Spitzhacke reparieren. Für den Fall, dass wir mal ein bisschen weiter weg sind. Ich habe mir mal ein paar Brücken auf Vorrat gemacht. Die kann man natürlich dann auch an der Workbench herstellen. Ein paar Fackeln auf Vorrat. Ein bisschen Holz haben wir noch. Ansonsten natürlich die gute Spitzhacke, das gute Schwert. Ich habe die Rüstung schon repariert. Und ich habe auch den Ring of Stone wieder reingenommen, damit wir 14 Mining-Schaden mehr haben. Der andere ist auch geil mit den mehr Lebenspunkten. Ich glaube, wir brauchen ihn aber eher im Bossfight als jetzt beim Mining. So, lasst uns mal kurz gucken. Oh, nice. Ah, ich weiß nicht. Night Vision, das soll einem ja helfen, die entsprechenden Erze zu finden. Ich bin mir echt nicht so ganz sicher, was hier sinnvoller ist. Ich sag mal, bisher sehen wir die eigentlich ganz gut, Night Vision. Ich meine, ich habe gesehen, man kann es dann auch später zurücksetzen gegen 200 Geld. Ach komm, wir nehmen nochmal einen Night Vision. Kosch ja nix. Crafting dürfen wir jetzt auch. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Ah ja, guck mal, das ist natürlich auch schön. 4% Chance, dass wenn man die Sachen benutzt, dass die Abnutzung nicht eintritt. Dann nehme ich das lieber auf Werkzeuge, weil Werkzeuge nutzen wir natürlich sehr, sehr oft. So. 5% wenn man Pflanzen isst. Okay, was gibt's hier? Das ist natürlich auch nice, aber ich habe gesehen, es gibt schon eine bessere Kanne. Ich würde das hier machen. Yay, Veggie! So, was gibt's hier noch? Points? Was haben wir hier? Ah ja, komm, 15%, guck mal, das ist doch auch nice. Nehme ich auch noch mit. Wunderbar, unser Freund. Bevor wir gleich lostigern, ich würde mit euch nämlich heute erstmal nicht dort weitergehen. Das ist so, da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Vielleicht, wenn wir bessere Fallen haben. Ich würde mal hier weitergehen. Und es gibt auch eine neue U-Bahn-Linie, die uns dahin bringen wird. Aber zuerst, lasst uns mal kurz gucken, was kostet eigentlich eine gescheite Rüstung? 4. 6 sind schon mal 10. 15. Die sollten wir uns gönnen, oder? Komm, scheiß drauf. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen Kupfer und auch ein bisschen Zinn geholt. Einfach vorsorglich. Ich dachte, es macht Sinn, ein bisschen Zinn. Okay, so, hier, Rüstung. Zack, die Hammer. Ich glaube, die haben wir uns jetzt aber auch verdient, ne, die Rüstung. Haben wir jetzt zwar schon ein bisschen drauf hingespart. Ich meine, unsere Ressourcen sehen nicht so schlecht aus. Bis auf Eisen. Kann sich soweit, denke ich, sehen lassen. Da tun wir das Fiber wieder rein. Und dann schmeißen wir mal... Wir müssen vielleicht auch mal eine Händlertour machen. Ich muss mal gerade gucken, weil ich habe das Gefühl... Oh ja. Komm, wir gehen mal zum Händler kurz. Guck mal, Stone leider. Alles Stone. Einen würde ich hier mal behalten. Eine Feder klopfen war weg. Und dann würde ich auch sagen, verchecken wir unsere alte Rüstung? Ja, oder? Oder wir bewahren sie mal auf. Wow, jetzt sehen wir ja ein bisschen aus wie so ein Ritter, ne? Schön, ich glaube der Händler war hier irgendwo, der versteckt sich hier irgendwo. Na, hier ist aber auch schon wieder einiges gespawnt, wa? Ich sag's euch. Wenn wir wieder Zeit hier aufzuräumen, wo ist denn der Händler jetzt? Hau ab. Nee, hau ab. Ich will doch nicht mit dir spielen. Komm, wenn du mich nicht ärgerst... Oh, ich sag's noch. Wenn du mich nicht ärgerst, ärgere ich dich auch nicht. Okay, ihr habt's nicht anders gewollt. Oh, cool, habt ihr das gesehen? Gem und Samen. Schon der Händler, da ist er. Guten Tag. Ja, miau, miau. So. Rüstung, Mütze. Da ist alles an. Hier, Mütze, Rüstung.
71, das ist das, was ich meinte. Also richtig viel bei rum kommt da ja nicht, gell? Achso, wir sind hier schon 71, das und das und das. Nochmal 19. Jo, ich glaube, das war's auch schon, ne? Gut, die Schleuder behalten wir mal. Die hat mir in der letzten Folge so viel Spaß gemacht, dass ich die gerade nicht hergeben mag. Ich habe auch schon geguckt, ob es eine bessere Schleuder gibt. Leider noch nicht. Also zumindest mal nicht zum Herstellen. Vielleicht finden wir eine. Komm, lass das doch. Was willst du denn immer Ärger machen? Zieh doch eh den Kürzeren. Lern aber auch nie dazu, oder? Ja, Fallentüren habe ich am Start. Seht ihr auch unten? So, schmeißen wir noch schnell das Geld in unsere übergroße Geldbörse. Zack. So, dann können wir den Gem noch rausschmeißen. Hier den Schleim. Da hast du gleich wieder die Taschen voll. Du warst nur kurz beim Händler. Und ihr seht, ich habe auch schon die Felder erweitert. Und ohne Witz, das Wachstum der Pflanzen ist unglaublich schnell. Ich komme gar nicht danach, das Zeug zu ernten und wieder neu anzupflanzen. Wir gucken gleich mal in die Essenskiste rein, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist ja mega Aufwand. Ich schaff's mittlerweile auch gar nicht mehr, alle Samen zu verbraten. Also wir haben bestimmt noch 60, 70 Samen zu liegen. So, lasst uns mal kurz reingucken. Wie ihr seht, 220 Pilze, 97 von den Blumen, Paprika und. Den ein oder anderen Fisch habe ich noch geholt. Jo. Ich würde sagen, warum ist denn das eigentlich hier in der Essenskiste? Das hat ja eigentlich nichts verloren, ne? Ja, Karotten wäre natürlich noch interessant und Lavamiet. Apropos Lavamiet. Lass uns mal kurz schauen. Was macht denn hier unser Versuchsraum? Ist gerade jemand zu Hause? Nee. Aber guck mal. Jo, komm, Platz doch. Ach, guck mal, da ist sogar Lavamiet schon dabei. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen gemein, was wir hier machen. Aber es bringt halt Zeug, ne? So. Chancen. Das könnte man eigentlich auch mit Schleim machen, wa? Sollten wir uns auch mal überlegen. Wo mache ich denn das hin? Eigentlich gehört das ja ein bisschen hier in die Trophäenkiste, ne? Zack. Oh, jetzt haben wir die Tasche schon wieder voll. Ich sag's euch. So kommen wir aber nie los, ne? Und das Lavamiet. Wir müssen mal gucken, was man daraus kochen kann. Wir haben doch jetzt drei übrig. Komm, gib mal eins her. Wollen ja auch ein paar neue Rezepte haben, ne? Wir machen eins mal mit den Beeren, eins mal mit der Paprika und eins mal mit der Leuchteblume. So. Schauen wir, was haben wir jetzt? Hör die Meatsteak. 28, was? 28 Food? Wow. Danke. Nehme ich. Hier. Lass uns doch mal tauschen. Zack. Oh, hier kommt wieder irgendein Rap raus. Es kann sein, dass es der hier ist, ne? Ich das richtig im Kopf hab? Nee. Oh, der bringt auch 28 Food. Komm, wir schmeißen mal hier die Berries noch raus. Chosen. So, den Rest nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann fahren wir gleich mit der Underground-Bahn, wenn das hier fertig ist. So, was haben wir hier? 8,28. Komm, das nehmen wir alles mit. Ist ja schön. Bisschen Platz haben wir noch im Rucksack. Hier, komm. Wir schwätzen nicht lang. Wir legen los. Wir wollen noch mal gucken, ob wir heute neue Freunde kriegen. Da gab es doch diesen Typen, der so rote Augen hat und sein Freund, der Zauberer. So, und los geht's. Tja, jetzt dachtet ihr, Wunder, was, wie lang die Fahrt geht, ne? So lang ist sie jetzt nicht. Kurz mal hier, man sieht's. Aber ist ganz schön, dann ist man mal ein bisschen schneller hier. Oh, guck mal, da ist hier unsere Wurmmutter ist wieder am Start. Mutter. So, lass uns mal hier weiterkommen. So, ich habe hier natürlich schon mal eine Brücke geschlagen und ich sehe auch Karotten. Karotten. Das heißt, wir brauchen diesen Steinboden, um diese Karotten zu pflanzen, ne? Das machen wir auch. Was ist denn das? Was war das? Ah, Fiber. Okay. Gerade gewundert. Oh, Geld. Nice. Danke. Bisschen Stein würde ich auch mitnehmen. Und wie gesagt, wir befackeln hier auch mal alles.
Guck mal, Angelplätze gibt es hier. Oh, was ist das? Was sehen wir denn da? Was ist das? Eine Vase? Scheinbar. Was war drin? Fiber, wa? Na toll. Na toll. Weißt du, da sieht es so spektakulär. Guck mal da, da sind zwei von den Freunden. Okay, der Steinbiom gefällt mir gut. Ist ja cool hier. Doch, ich mag das Spiel auch. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure Kommis. Auch wenn es jetzt, sage ich mal, nicht immer ein produktiver Tipp ist, aber ich freue mich eigentlich über jeden Kommi, also. Aber ansonsten schön, dass ihr mitmacht. Und ich finde es auch toll, dass einige, die auch schon bei Dismantle dabei waren, hier wieder dabei sind. Super cool. Hat ein bisschen was von Vertrautheit, ne? Man kennt sich ja schon ein bisschen. Finde ich gut. So, falls ihr euch wundert, dass meine Stimme heute vielleicht auch ein bisschen anders klingt, das liegt einfach daran, ich bin ein bisschen erkältet, ne? Aber ich dachte, ich ziehe es heute trotzdem durch, obwohl ich ein bisschen Matschkopf bin. Also wenn ich ein bisschen Stusssabbel, ne? Das gehört zum Programm. Und gern geschehen. So, schnappen wir uns hier gleich mal Eisen. Oh, guck mal, hier gibt es einen Angelspot. Da schmeißen wir mal eine Brücke hin. Doch, das Steinbiom, das kann was. Finde ich. Mir gefällt's gut. Ich muss mir auch mal angewöhnen, die Sachen unten fest. Ich lege jedes Mal die Sache woanders hin und jedes Mal drücke ich mir die Finger wund. Ja, ein bisschen doof, nee. So, ganz gucken. Geht's hier auch noch weiter? Nee. Da ist überall Wasser. Ja, und das mit dem Wasser, das habe ich mir überlegt. Ja, ich will Wasser in der Base haben. Ich finde das irgendwie ganz schön. Ich weiß auch nicht. Ist doch schnucklig, so ein bisschen Wasser in der Base zu haben. Vor allem dieses schöne Plätschergeräusch. Hört ihr das? Ist doch beruhigend, oder? So, ich sehe hier Glitzy. Lass uns mal Glitzy holen. Ne, mit der Fackel wird das nichts. Da kannst du lange klopfen. Ja, so einen zweiten Ring fände ich noch gut. Weißt du, das passende Gegenstück, dann hätten wir 49 Mining Damage. Das wäre natürlich, oh, schnuckelig. Dann gehen die Blöcke hier vielleicht auch mit zwei Schlägen. Fände ich natürlich toll. Das würde ein bisschen Arbeit erleichtern. Nee, so muss man halt schon ein bisschen rumklopfen. Aber gut, ich will nicht jammern. Jetzt weiß ich, wie wir aussehen wie ein Römer. Jetzt habe ich's. Ich habe vorhin überlegt, ach, Römer war's. Wir sehen aus wie ein Römer. Warum auch immer. Aber ist irgendwie ganz niedlich, oder? Ich finde auch die Spielfigur niedlich. Ich finde auch die Grafik niedlich. Und wie gesagt, ich finde die Spieltechnik cool. Das Spiel ist einfach, ja, mich entspannt das Spiel total. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Oh, ich sehe Schienen. Schienen ist immer super. Oh. Graben wir uns jetzt zufällig in den Raum rein, wo die wohnen? Nee. Ja, Dankeschön fürs Eisen. Wunderbar. So, klatsche mir auch mal eine Fackel hin. Oh, wisst ihr, was toll ist? Dass diese Raupen hier nicht sind und uns laufen hier die Fackeln wegmachen. Yes, da kriege ich als echt die Krätze, gell? Ich als ordnungsliebender Mensch werde da paranoid werden, wenn die Fackeln wieder aufgebaut werden. Ich könnte stundenlang die ganze Fackel wieder hinstellen und denke mir, Mensch, ist ein bisschen Wasser in den Bach tragen, ne? Aber gut, so ist es manchmal. So, jetzt überlege ich natürlich. Lass uns mal hier kurz eine Fackel hinstellen. Vielleicht hier. Jetzt überlege ich natürlich, wenn die da drin sind, ob wir hier eine Tür reinmachen und dann hier Fallen hinstellen. Das könnte uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Wir können das mal ausprobieren, oder? Ich würde sagen, ich mache hier die Tür rein. Nee, das ist ja nicht blöd, was ich gerade mache. Moment. Wir machen erstmal ein Loch. Wenn sie kommen, haben wir halt Pech. So, jetzt. Bin gerade am Überlegen. Ich muss ja gar keine Tür setzen, ne? Die werden schon da reinlaufen, hoffe ich. Das ist natürlich die Frage, wie pullen wir die am besten, ne? Wir essen mal was Gutes. Hätte ich gesagt. Komm, da ist der Nico. Nee, ist nicht zum Aufsparen. Darfst du jetzt. Juhu, lecker, lecker, gell? So, wir schnappen uns das Schwert. Und ich würde sagen, wir versuchen mal, wo ist denn jetzt sein Freund?
Was? Wie hat denn der mich da zwischen den Steinen getroffen? Bitte? Ja, komm. Ach, ich brenne. Das ist ja fies. So ein A-Punkt. Vor allem, wie schnell bitte war der Feuerball? So, einer kommt mal, ne? Ja, komm. Hier bin ich. Hallo. Darf schon mitkommen. Oh cool, er hat so ein Brot verloren. Hahaha. Hahaha, komm. Hat er nicht so eine Reichweite oder was ist da los? Hallo. Uiuiuiui. Ja, komm. Beweg dich. Ja, ein bisschen doof ist er ja, ne? Für einen Zauberer. Ey, ist arg doof für einen Zauberer. Ey, jetzt hat er mich ja ein bisschen blamiert, ne? Dachte, wir machen hier voll den coolen Fight. Und dann sowas. So, den sind wir los. Will aber hier auch meine Fallen wieder mitnehmen, ne? Ja, zack. Fallen sind einfach mega. Die sind einfach super. Tolle Unterstützung. So, jetzt wollen wir mal gucken. Hab ich nicht irgendwo was gesehen zum Abbauen? Doch, da oben, ne? So, dann haben wir hier nämlich auch gleich den Durchgang. Schön. Was mir manchmal auffällt, ist, ich habe das Gefühl, die Musik ist unterschiedlich laut, je nach Biom, ne? Oder bilde ich mir das ein? Kann auch an mir liegen. Oder vielleicht auch an meiner Erkältung. Vielleicht sind meine Ohren einfach ein bisschen empfindlich heute. Heute gibt es nochmal Spielmusik und in der nächsten Folge gibt es wieder ordentliche Musik. Ihr wisst ja, dass ich hier da ein bisschen mixen will. Warum sind jetzt hier... Habe ich die Fackel abgebaut, oder? Ja, schau mal. Ja, dann hüpfen wir hier mal rein, ne? Hallo, jemand zu Hause? Guck mal, da stehen sogar Fackeln rum. Ah, guck mal, hier da. Big Mama ist wieder unterwegs. Doch, schönes Biom. Gefällt mir echt gut. Und natürlich auch hier. Wat, warum leuchten da dran vorbei, Nico? Willst du hier nicht die guten Ski mitnehmen? Sag mal, du willst schon noch eine Linie machen. Ich würde gerne Schilder bauen. Gibt es Schilder? Das könnt ihr mir ja mal verraten, für die, die vielleicht auch schon fortgeschritten sind im Spiel. Gibt es irgendwann die Möglichkeit, Sachen zu beschriften? Weil du gefühlt 10 Bahnlinien hast, dann wird es unübersichtlich, ne? So. Da drüber ist Schleim, okay. Achso, ja, da ist ja auch die Trasse, ne? Was haben wir hier? Nix. Da sind Angelspots. Würde ich sagen, wir gehen da oben noch rein, ne? Was ist das? Achso, das ist nur, wenn's... ich denke immer, da gibt's was, aber dann gibt's doch gar nichts. So. Zack. Meine Schienen. Meine Schienen. Ich bin auch mal neugierig, ob man irgendwann rauskriegt, welche Zivilisation hier eigentlich gewohnt hat. Also, bevor ich gekommen bin. Weil wir finden ja auch so Essutensilien wie alte Löffel und so Gedöns. Das heißt, irgendjemand hat hier ja gewohnt, ne? Oder ob das auch nur so arme, verschollene wie ich war. Ich meine, die konnten wahrscheinlich auch nicht die Finger von der Maschine lassen. So. Ich freue mich auch schon auf den nächsten Bossmob. Ja, muss ich ehrlich sagen. Was wir auf jeden Fall ausprobieren werden, ist diese Fallen, die wir haben, diese Stachelfallen, ob wir die mal in die Trasse legen, ne? Wo hier Mamutschka mal vorbeiflitzt. Würde mich interessieren, ob diese Raupe, spinnenartige Raupe oder whatever, ob die auch diese Fallen mit abreißt. Weil Fackeln haben wir ja gesehen, die werden einfach überwalzt. Wo ist denn gerade die Mamutschka? Haben wir jetzt eigentlich noch eine Falle einstellen? Komm, wir probieren es gleich aus. Aber nicht, dass mich das Ding dann angreift, wa? Naja, egal. Wir probieren es aus. Schaden kann es ja nicht.
Ist natürlich die Frage, wo hier fährt denn der Zug vorbei? Fährt er hier rum? Weil er fährt ja nicht durchs Wasser, ne? Komm, wir setzen mal hier Fackeln. Wir gucken gleich mal. Hä, was ist das? Sieht immer so merkwürdig aus, ne? Ah, das ist wahrscheinlich Wasser. Bin ich schon mal drauf reingefallen. So. Wo bleibt Marmutschka? Marmutschka ist hier. Wobei, eigentlich ist das ja hier Marmutschka, ne? Das ist ja hier nur so... Da bin ich echt mal gespannt. Ansonsten müssen wir echt mal hier am Rand stehen und mal eine Bombe werfen. Wir haben auch noch gar keine Bombe verwendet, ne? Würde ich auch gerne mal machen. Ja, wir graben hier so lange mal. So, sie müsste jetzt auf dem Weg sein. Wir bewaffnen uns mal. Sicherheitshalber. Oh, da kommt sie angerauscht. Nee, sie fährt auf der anderen Seite lang. Was? Was soll denn das? Hey. Also hat irgendwas überfahren, ne? Ja, schade. Wir können... Au, oh, hey. Das war doch gar nicht für dich. Depp. Ja, schade. Ich hätte ja zu gern gesehen. Ja, wir werden es trotzdem nochmal ausprobieren. Guck mal, hier ist Sand. Was gibt's denn hier? Hier ist wieder Steinbiom. Ich kann mal ein paar Fackeln setzen. Damit wir auch ein bisschen was sehen, gell? So, die Karotte will ich. Ach, guck mal. Hat sich schon gelohnt hier. Zu gucken. Ich weiß auch gar nicht, wie weit das Steinbiom geht und was danach kommt. Da bin ich auch mal neugierig, gell? Sehr neugierig sogar. Warum ist denn das hier so hell? Ach, wegen den Glühwürmle, gell? Oh, guck mal, da ist schon wieder... Ah, ich hätte Lampen... Alter, ist das schnell! Entspann dich mal. Komm her, wir kämpfen bei Tageslicht. Bei Tageslicht. In der Höhle. Ja, der war... Ach, die gehen ja eigentlich. So, was haben wir jetzt gekriegt? Ah ja. Schön. Ein Teil haben wir mal. Oh Gott, was haben wir hier schon? Ey, wir sind schon wieder voll. Oh, wir haben eine Bombe gekriegt. Was macht unser Leben? Geht eigentlich? Claywall, guck mal, den Scheiß. Tschüssen. Den Scheiß schmeiße ich erstmal weg. Wir haben so viel Zeug davon. Wood, behalten wir. Komm, die Mütze auch weg. Guck mal, hier ist noch eine kleine Bombe. Na, so sieht das doch schon realistischer. Hier, Wood, Fishing Rod, Schüssen. Nix Wood. Hey, Schleimi, was ist los? Entschuldigung. Oh ne, das will ich nicht einsammeln. So. Ich lasse uns mal einen Blick auf die Map werfen. Wo sind wir denn gerade? Also wir haben die Trasse überquert. Und ich würde auch hier sagen, wir bewegen uns mal ein bisschen in der Trasse. Oh, warte, warte, warte. Hier, Marmutschka kommt. Jetzt. Probieren wir es nochmal. Wir setzen mal nicht zu viele, weil nicht, dass sie die alle kaputt macht und dann außer Spesen nichts gewesen. Bin ich mal gespannt jetzt, ne? Jetzt kommst du bestimmt auf der Seite lang, dann kotze ich aber. Dann müssen wir schnell eine Hechtrolle machen. Ja, Schleimi, was machen? Hältste Kerze und so, ne? Komm, wir bauen uns hier mal ein bisschen eine Brücke. Ja, auch was sehen. Na, sie müsste gleich angerauscht kommen eigentlich. Naja, was heißt... Oh doch. Und der Zug fährt ein. Zusteigen bitte Richtung Abgrund. Jetzt fährt sie bestimmt innen, oder?
Also sie nimmt Schaden, ja. Oh, leck. Sie nimmt aber auch alle Dinger mit, ne? Ach du Scheiße. Wie soll man denn die aufhalten? Ob eine Steinwand was bringt? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir können es aber mal ausprobieren. Ja, ein bisschen testen müssen wir ja mal, ne? Wie sie so unterwegs ist. Weil den Mob, muss ich sagen, würde ich gerne als erstes wegmachen. Der geht mir auf den Sack. Ja, ich weiß auch, das ist ein bisschen gemein. Aber er geht mir halt auf den Sack. Und ja, er war wahrscheinlich vor mir da. Und hat wahrscheinlich eine viel größere Berechtigung, als ich hier unten zu sein. Aber, ja. Rechte Stärkere, ne? Und immerhin bin ich jetzt ein Römer. So. Das sollten wir mal testen. Aber ich glaube nicht, dass Steinwand helfen wird. Wir probieren es trotzdem. Ja, wir hätten erst eine Falle setzen können. Aber ich habe irgendwie gedacht, vielleicht sind die Fallen danach noch da, ne? Mach mal eine Doppelmauer, aber die rast da locker durch, oder? Da bin ich fast sicher. Ach komm. Das möchte ich sehen. Vielleicht kriegt sie ein bisschen Kopfweh. Wo ist sie denn jetzt, die Mamutschka? Ah, die fährt auch eine Runde. Dann würde ich sagen, wir warten das noch kurz ab, um mal hier den Test zu starten. Schauen mal, ob sie das aufhält. Oder ob sie das überhaupt nicht interessiert. Und wir müssen mal gucken, vielleicht kann ich noch ein bisschen für Licht sorgen hier. Ja, guck mal an. So, dann sehen wir wenigstens den Aufprall. Ja, dann würde ich sagen, ich mache eine kurze Pause und wenn sie gleich da ist, dann hole ich sie wieder rein. So, Vorsicht, liebe Spielefreunde. Einfahrt der Raupe auf Gleis 2, ne? Da kommt sie angerauscht gleich. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ei, die donnert da durch. Wollen wir wetten? Oder wir werfen mal eine Bombe aus sie. Können wir dann ja auch mal probieren, oder? Kann man die eigentlich herstellen oder wirklich nur finden? Ich habe gar keine Ahnung, wie man die wirft, ne? Ja, wir werden es rauskriegen. So, wo bleibst du denn? Da kommt der Zug. Vor allem, wie weit wirft er denn die Bombe? Boah, guck mal. Zack. Okay. Ja, locker, ne? Die Bombe hat er jetzt nicht werfen wollen. Macht nichts. Müssen wir dann mal mit einer kleinen Bombe testen. Okay, wir wissen jetzt zumindest mal. Fallen auf den Weg legen hilft nichts. Es sei denn, wir zementieren den gesamten Weg zu. Einmal ringsrum. Dann müsste sie ja so viel Schaden kriegen, dass sie irgendwann drauf geht. Aber so viel Material zu farmen, werden wir nicht tun. Wir werden uns was anderes überlegen. Aber da wird uns sicherlich was Gutes einfallen. So, dann bedanke ich mich natürlich bei euch mal wieder fürs Zuschauen. Ich flitze heim kurz. Und in der nächsten Runde bin ich am Überlegen, ob wir hier noch ein bisschen weitermachen oder ob wir mal gucken, was hier die High Five Mother macht. Ob sie Lust hat, mit uns ein bisschen zu spielen. Können wir mal ganz höflich anfragen. Vielleicht ist sie ja gut drauf an dem Tag. Und ja, wir amüsieren uns ein bisschen mit ihr. Schauen wir mal. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch wieder ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ihr bleibt mir natürlich weiterhin gesund. Genießt die Zeit. Bis gleich.